Thema Muttermilch probieren. Kathi, geh mal raus, es wird peinlich. Oh mein Gott, das tut so weh. Und ich so, wow, okay, alles klar. Taschen fallen. Genau. Ich hatte wirklich 18 Stunden auf Wehen gewartet und dann kamen die mit einem Mal, boom, waren die da. Und zwar so richtig zack, 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 eine nach der anderen. Am Anfang war noch so bei mir so, boah, Handy. Der hat noch Witzchen gemacht und es gibt noch so ein Video, wo er so, guck mal, Kathi. Und ich dem nur so einen Todesblick zuwerfen, nach dem Motto, mach dieses Handy aus. Und da habe ich gemerkt, so okay, krass, das ist ja wirklich jetzt ist richtig Dampf. Der Geburtsprozess war komplett neu, natürlich für mich, aber weil ich eine ganz neue Seite an Kathi kennengelernt habe. Die Schreiende. Wisst ihr, was deine erste Frage an mich war? Kannst du kochen, Ich bin traditioneller Typ, der vor allen Dingen selber auch sehr gut kochen kann. Das musst du jetzt dazu sagen, sonst denken die Leute, ich bin so ein Chauvinist. Nein, ich kann sehr gut kochen und für mich ist es super wichtig im Hinblick auf Familie, dass auch eine Frau, also wir gemeinsam gut kochen können, weil wir unseren Sohn entsprechend gut ernähren möchten. Soweit hat er schon gedacht. Willst du erzählen, wie du mir hinterhergerannt bist? Oder? Wir haben zusammen früher, das ist schon richtig lange her, ich glaube vor 7 oder 8 Jahren, in einem Café zusammengearbeitet. Und da ist er mir hinterhergerannt in diesem Café. Schlechte Lüge. Kathi kam ins Café, weil es war Sommer. Ich weiß nicht, woher du kamst, frisch aus dem Urlaub oder was auch immer. Und sie hatte so stahlblaue Augen, braun gebrannt. Und ich so, genau mein Typ. Und dann habe ich mir tatsächlich gedacht, die mache ich klar. Aber als ich Kathi kennengelernt habe, habe ich dann schon... Babys am Anfang der Zeit, wenn sie weinen oder schreien aus irgendeinem Schmerz heraus, das ist ein Feeling, was du in dir hast, das ist unfassbar krass. Also da kommt man wirklich an die Grenzen seiner, ich weiß nicht, Grenzen der Verzweiflung, Wut, Aggression, da spürt man wirklich alles. Das ist unfassbar krass. Ja, weil man da nichts machen kann. Also dann sind einfach Bauchschmerzen da, dann kann man so ein paar Positionen ausprobieren. Pups-Position, dass man da ein bisschen den Druck rausholt, aber oft bringt es auch einfach nichts und dann muss man das so zusammen durchstehen. Ob Salo uns manchmal abgefuckt hat? Natürlich hat er uns manchmal abgefuckt, der kleine Mensch hier. Jetzt das jüngste Beispiel war, als wir jetzt im Urlaub auf den Malediven waren. Eigentlich im Paradies, aber Salo hatte nicht die entsprechende Laune und das hat mich schon genervt, weil ich dachte, es könnte gerade alles so schön und idyllisch sein und du, kleiner Racker, zerstörst jetzt hier die Harmonie und hast irgendein Problem. Also der hat ja dann irgendein Problem, der nervt ja nicht aus keinem Grund. Ich kann nachvollziehen, weshalb einige Eltern mit ihren Kindern beschissen umgehen oder wenn man so irgendwelche Schlagzeilen hört, irgendwie Mutter killt ihre 3 Kinder oder so. Wenn man sich überlegt, weiß ich nicht, irgendwie der Vater kommt nach Hause, ist vielleicht Alkoholiker oder hat irgendein anderes Problem, ist gewalttätig seiner Frau gegenüber. Die Frau hängt jetzt seit 3 Wochen irgendwie alleine mit den Kindern zu Hause, ist vollkommen überfordert oder so. Ich kann mich in deren Lage irgendwie reinversetzen, auch wenn es natürlich absolut ein No-Go ist, also gar keine Frage. Aber es ist genau wie Kinder schlagen. Also auch das kann ich nachvollziehen, so weshalb man an diesen Punkt der Verzweiflung kommt, dass manche Eltern sich denken, ich muss jetzt mein Kind schlagen, damit es aufhört. Oder ich muss es in einen anderen Raum stecken und abschließen oder so, damit es aufhört zu weinen. Das kann ich wirklich nachvollziehen, weil auch in einem selbst so diese Gefühle kommen, so man ist einfach verzweifelt, man weiß nicht, was man machen muss, ne, oder machen will. Banjo ist eher, lass den fallen, der muss lernen zu fallen, lass den klettern, der muss lernen zu klettern. Manchmal geht in mir auch diese Mom durch, die einfach ihr Baby auffangen will und vor irgendwelchen Stürzen retten will. Also man muss halt so sagen, ist jetzt nicht so, als würde Salo auf dem Tisch rumtun und ich sag so, ja, lass ihn ruhig da runterfallen oder so. Also ich bin immer schützend eigentlich dabei. Was mich dann daran stören würde manchmal, ist, dass Kathi dann nicht darauf vertraut, dass ich das schon im Griff habe oder so. Und Kathi ist dann schon schnell bei ihm, obwohl vielleicht sieht sie das halt einfach nicht, dass ich dann schon da am Start wäre, wenn er jetzt fällt oder so. Ne? Aber man wird nicht alles aufhalten können und so ist das halt im Leben. Und auch so ein Sturz zeigt ihm dann vielleicht so, hey, vielleicht klettere ich nicht mehr auf den Stuhl, der so ziemlich wackelig ist. So, ne? Und Kathi
Ist jetzt aber auch nicht extrem schützend, muss man dazu sagen. Also keine Helikoptermami oder so. Wie seht ihr das? Kennt ihr Helikoptermamis und findet ihr das eher gut oder nicht so gut? Dass ich eifersüchtig bin, dass Salo zu ihm geht? Gar nicht. Ich finde das wunderschön zu sehen, dass die beiden so gut miteinander klarkommen und dass Salo es so liebt, einen so coolen Papa zu haben. Bei uns sowieso keine Eifersucht. Das war noch nie Thema von Anfang an. Toi, toi, toi. Sonst wäre es auch nie zu einer Familie gekommen. Ich bin eifersüchtig, dass Kathi stillen kann und ich nicht. Also an alle Wissenschaftler da draußen. Kriegt das irgendwie hin, dass der Mann das früher oder später auch kann? Mir hat das zum Beispiel am Anfang so weh getan. Also es war fast schlimmer als die Geburt. Ich habe richtig geheult und dachte so, oh nein, nicht schon wieder ran. Bis das aufgehört hat, hat auch ziemlich lange gedauert. So 3 Wochen ungefähr. Ich könnte alle verstehen, die sagen, Bonnie, das tue ich mir nicht an. Oder ich probiere es und denke dann doch, boah, gar nichts für mich. Aber es gibt ein Licht am Ende des Tunnels und irgendwann tut es dann tatsächlich nicht mehr weh. Apropos stillen, man sagt immer so stillen, aber die Hebamme, beziehungsweise eine Kinderärztin, glaube ich, war das, hat auch noch mal so verdeutlicht, was stillen eigentlich heißt. Stillen, ihn still machen. Ne? Also genau. So, er ruhig. Hat ein Bedürfnis, du machst ihn ruhig. So, und das war ja auch noch mal so, ja klar, stimmt. Weil manchmal denkt man so, der ist jetzt gerade irgendwie nörgelig drauf, der hat keinen Hunger, der muss nichts. Aber er muss vielleicht einfach gestillt werden. Er braucht dieses Bedürfnis, so irgendwas zu nuckeln, zu saugen und an der Brust von Mama ist halt einfach, genau, ist halt einfach next level. Thema Muttermilch probieren. Kathi, geh mal raus, es wird peinlich. Natürlich hat man mal so probiert. Das schmeckt halt süß, fettig, würde ich sagen. Und ich fand es halt mega interessant, was diese Muttermilch alles kann. Und dann bin ich drauf gestoßen, dass es Bodybuilder gibt, die tatsächlich sich Muttermilch von Muttermilchspenderinnen kaufen. Das kann man ganz normal kaufen, weil die halt so viele Nährstoffe hat. So, und dadurch bin ich halt an diesen Gedanken gekommen, dass Muttermilch so extrem nahrhaft ist. Und das war für mich super interessant. Es ist aber irgendwie weird, weil ich persönlich das Gefühl hatte, so, das ist einfach nicht für mich bestimmt. So, ich habe jetzt keinen Schluck genommen. Diese Faszination Natur, da wird jemand nur durch Muttermilch, wie in unserem Fall Salo, fett. Fett. Hattest du Probleme mit Stillen in der Öffentlichkeit? Noch nie. Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, wenn sich da Leute von gestört fühlen. Sollen sie halt nicht hingucken. Also mir ist das total egal. Das ist so ein Ding zwischen Kind und Mutter, was man irgendwie da aushandeln muss und worüber die Öffentlichkeit nicht zu urteilen hat. Also auch ich als Mann habe mich da noch nie komisch gefühlt, wenn meine Frau jetzt gerade eine Brust auspackt und ihn stillt. Selbst ich, wenn ich nicht wüsste, dass es irgendwie komisch ist, würde, glaube ich, auch fremden Müttern dabei zuschauen, wie die ihr kleines süßes Baby irgendwie stillen. Aber weil das einfach ein schöner Moment ist. Genau, also ich habe da null irgendwie sexuelle Neigung oder so. Ich finde das einfach schön.